Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder von der Bücherbüchse die Zauberbüchse geschickt bekommen für den Monat. August müsste das jetzt eigentlich sein, ja, müsste die Augustbox sein. Und heute ist der 28.8. Das heißt, die ist heute auf jeden Fall später gekommen als letzten Monat. Ich meine, letzten Monat war es nämlich etwas früher. Ich müsste nochmal ins Video gucken, aber ich meine eigentlich, dass ich das erwähnt hätte, wann die Box mir zugeschickt wurde. Ja, wir packen es auf jeden Fall mal aus. Ich war heute mal so schlau und habe mir direkt mal einen Karton dahingestellt, weil es ist ja so bei diesem Karton von der Bücherbüchse ist immer so ein Styropor-Gedönse, Maisstärken-Teil Gedönse da drin, hier dieses hier. Und das ist wirklich, ich kann euch mal hochhalten, da seht ihr auch einmal das Spoilerkärtchen voll bis oben hin. Ne? Okay. Ja, hier steht Hochverrat drauf. Ich werde jetzt noch nicht lesen, was hinten drauf steht, weil da stehen immer halt die Spoiler drauf. Das werden wir uns aber nachher mal anschauen. Und jetzt werde ich erstmal hier von dem Gedönse etwas umfüllen. Also das ist wirklich immer vollgepackt bis oben hin. Ich schmeiß die Dinger zwar immer weg, aber als ich jetzt die Tage was versendet habe, habe ich mir gedacht, ja schade, dass du davon nichts aufbewahrt hast, weil es hätte echt den Karton ja, füllen können und den Inhalt schützen können. Hier kommt jetzt schon das erste Kartönchen entgegen, das nehme ich schon mal raus. So, ich glaube. Noch, ich glaube, das müsste dann soweit erstmal reichen. So, hier haben wir einmal einen weißen Karton. Hier ist irgendwie ein Glas drin, glaube ich. Ja. Eigentum des Drachenherrschers. Okay, das könnte eine Kerze sein. Ja, es ist eine Kerze. Die riecht auch. Ach, hier ist noch so ein. Könnt ihr das sehen? Ja. Ich würde sagen, die riecht nach Erdbeer. Aber wir gucken nachher mal aus Weilerkettchen. Ja gut. Ich weiß nicht, wie warm das Glas wird. Da muss man sich überlegen, ob man das eventuell abmacht. Ob das echt nur zur Deko hinstellt. Aber es ist eigentlich auch ein ganz süßes Glas. Auch relativ, ich sag mal, nicht so hoch eingefüllt. Das heißt, wir haben zwar einen langen Docht, aber ja, dass da oben nicht die Flamme so stark rauskommt. Riecht auf jeden Fall sehr gut, gefällt mir gut. Also es könnte Hochverrat, okay, wir haben ja so Schwerter, vielleicht irgendwas mit Drachen, wenn das jetzt schon dabei ist. Oder ja, normalerweise passt das bei der Bücherbüchse immer alles gut zusammen. Gucken wir weiter. Hier haben wir, das ist bestimmt eine Lippenpflege, das ist schwarz und hier ist ein Schwert drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich glaube nicht. Ich guck mal gerade, wenn ich das andere Licht an meinem Handy anmache, ob ich euch das zeigen kann. Ja, hier könnt ihr es sehen. Da ist so ein Schwert. Hier seht ihr es. Ne, so ein Schwert drauf und durch so eine Rose durch. Ohne Kamera sieht man es gar nicht. Also ohne Kamera Licht noch mal extra, obwohl ich mit Tageslicht filme heute. Ja, achso, schauen wir uns mal an. Das ist ein ganz normal weißer, also nur farblos. Hätte ich jetzt noch cool gefunden, wenn das auch schwarz gewesen wäre. Okay, Lippenpflege kann ich immer gebrauchen. Ob das jetzt in so einer Box drin sein muss, ist jetzt was anderes. Aber ja, wir gucken mal weiter. Hier haben wir. Das ist wahrscheinlich ein Brieföffner. Hier ist nichts drauf. Hier ist quasi vom Griff. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Brieföffner, also ist jetzt nicht so, als hätte ich hier keinen. Ich habe hier eine Schublade ein und ich hatte mal eine Fairy Loot ein. Da habe ich mal eine Fairy Loot Box, das habe ich euch auch angeboxt, mal eine abgedreht. Das war, glaube ich, von der Hobbit. Wenn man mal guckt, ja, ungefähr gleiche Größe, würde ich sagen, ne?
Allerdings habe ich den jetzt auch noch nicht wirklich benutzt, weil ich nicht wirklich viele Briefe bekomme eigentlich. Also wenn ich irgendwas bekomme, sind es Pakete. Fand ich jetzt schade, dass das so drin lag und nicht wie bei der Fairy Loot nochmal irgendwie ja, in einem Stoffsäckchen oder so. Aber ansonsten mag ich den sehr gerne. Gefällt mir also schon mal ganz gut. Schon mit den normalen Items. Ich habe schon mal das Buch, lege ich aber noch zur Seite, weil wir haben hier noch das Page Overlay. Ja, okay. Bevor ich mir jetzt das Buch und das Page Overlay anschaue, also Brieföffner finde ich gut. Weiß ich jetzt nicht, wie oft die Bücherbüchse sowas drin hat. Wie gesagt, ich hatte das in der Fairy Loot letztens. Kerze finde ich auch ganz süß, gefällt mir auch gut. Lippenpflege kann man immer gebrauchen, ist, finde ich jetzt aber ein bisschen, ja, also muss nicht in der Box drin sein, ne? Ich sag mal so, wenn die dann leer ist, die Lippenpflege, also ich habe immer überall Lippenpflege, sei es in der Handtasche, sei es im Badezimmer, sei es im Schlafzimmer, in meinem Nachtschränkchen, sei es an meinem Schreibtisch, ich habe immer irgendwo eine stehen und ich benutze die auch sehr oft, ne? Aber die Verpackung bewahre ich halt nicht auf, ne? Also die schmeiße ich dann halt irgendwann weg. Ja gut, hier stehen nur die Inhaltsstoffe drunter. Aber ja, sagen wir mal so, ich glaube, die Goodies kosten um die 15 Euro. Und ich glaube, aber da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass das Lesezeichen oder das Page, ich glaube, das Page Overlay ist Standard dabei bei der Bücherbüchse, wenn man die Only Box, Only Book kauft. Wie gesagt, ich finde den Inhalt jetzt nicht so schlecht. Ne? Ihr wisst ja, die letzte Box war ja das mit diesem Seefahrer, diesem Fable oder wie hieß das nochmal, das Buch, habe ich noch nicht gelesen, aber da fand ich die Items sehr gut. Die davor fand ich ja ganz furchtbar. Aber wir gucken uns jetzt mal das Page Overlay an. Okay, hier haben wir einen ziemlich großen Adler. Ja, und jemanden, der versucht, auf das Ziel zu schießen. Und dann haben wir das Lesezeichen. Hier auch wieder jemand. Ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche Mensch ist. Könnte aber tatsächlich vom Äußeren sein. Ihr könnt es gar nicht genau sehen, ne? So jetzt. Mit einem Flammenschwert. Und hier ist auch noch so eine Krone und noch so was anderes. Und hier ist auch so eine Art Ring. Von hinten sind die weiß. Okay, wir gucken mal. Das ist das Buch. Es heißt Five Broken Blades, Verrat ist Pflicht von May Corland. Sagt mir absolut nichts. Ich pack's aber mal aus. Das sich dann auspacken lassen möchte. Also die schweißen das immer noch mal hier so eine Folie ein. Finde ich prinzipiell gut, einfach damit es noch mal geschützt ist. So. Also, wir sehen hier schon, es ist so ein bisschen erhaben. Finde ich ganz cool. Design gefällt mir jetzt nicht so dolle. Hätte ich mir jetzt noch ein bisschen was anderes vorstellen können, wobei mir der Farbschnitt sehr, sehr gut gefällt. Ich mache mal die Jalousie ein bisschen noch weiter auf. Ich hoffe nur, nee, gut, die Sonne ist noch weit vorne, dass wir nicht ganz so geblendet werden. Könnt ihr denn jetzt eigentlich das besser sehen? Und nicht wirklich, ne? Ja, also der Farbschnitt gefällt mir schon mal ganz gut. Ich lese euch auf jeden Fall mal den Klappentext vor. Hier steht übrigens 25 Euro und Tor online. Das finde ich interessant, weil normalerweise, wenn die Bücherbüchse diese Ausgaben macht, steht da weder ein QR-Code drauf. Glaube ich zumindest. Ich muss tatsächlich immer gucken. Aber die Bücher konnte ich auf jeden Fall nicht scannen und hinzufügen. Also dürfte da kein QR-Code drauf sein. Das würde ja bedeuten, sie haben es diesmal nicht selber verlegt. Vielleicht nur, weil normalerweise machen die das selber und dann steht zumindest da nichts weiter drauf. Ich gucke mal gerade Tor Online. Den Verlag kenne ich auch gar nicht. Tor Verlag.
Es ist auf jeden Fall ein Verlag zu Science Fiction und Fantasy. Fischer Tor, da steht ja nur Tor, ne? Okay, ich lese euch das Ganze mal vor. Der König von Yuuzhan muss sterben. Die fünf gefährlichsten Attentäter des Reiches werden zusammengerufen, um gemeinsam einen unmöglichen Auftrag zu erfüllen: den unsterblichen Gottkönig Jon zu töten. Unter dessen unbarmherziger Hand die Menschen zu leiden haben. Den Verschwörern ein Leibwächter, eine Diebin, ein Giftmörderin, ein Fürst ohne Königreich und der Geheimdienstchef des Königs selbst wird schnell klar, dass sie sich nicht nur miteinander verbünden müssen, um zu überleben. Sie müssen auch lernen, einander zu vertrauen. Doch können sie das? Was, wenn es einen Verräter unter den Verrätern gibt? Five Broken Blades ist der erste Teil einer epischen Fantasy-Trilogie. Okay, das heißt, es wird ein Dreiteiler werden. Mal gucken, ich habe mir jetzt tatsächlich von diesen, oh Gott, wie ist denn das mit den drei Schwestern? Das habe ich euch auch letzte Mal, vor zwei, glaube ich, mal vorgestellt. Auf jeden Fall habe ich mir da den zweiten Teil vorgestellt bei der Bücherbüchse, weil der erschienen ist. Das wird ja auch ein Dreiteiler. Weiß ich nicht. Also erstmal überzeugt mich der Klappentext jetzt persönlich nicht, aber das heißt ja nicht, dass das Buch nicht gut ist. Erstmal so vom Klappentext her hätte ich sie nicht gekauft. Aber manchmal täuscht das tatsächlich auch. Also es ist ein wunderschöner ein Hardcover, ein schönes Cover hier drauf. Schön in Gold gehalten. Das gefällt mir gut. Von hinten leider nichts. Ein sehr schön gestaltetes die Endpages. Heißt es eigentlich Endpages, wenn das vorne auch ist, Endpages? Ich kann es euch nicht genau sagen. Hinten das gleiche Motiv. Schauen wir mal kurz rein. Hier haben wir mal wieder eine Karte. Hier sind auch so Schlangen abgebildet. Okay. Und dann geht es los mit dem Buch, mit der Geschichte. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie aktuell keine Unterschriften mehr reinmachen. Keine Autogramme mehr. Und das ist die Danksagung. Okay. Gucken wir mal. Die haben ja die Page Overlays kleiner gemacht. Nur vom Text her und so, also jetzt von der Geschichte her, vom Klappentext, finde ich jetzt nicht, dass das Page Overlay passt, aber das wird sich vielleicht noch im Laufe der Geschichte ergeben. Passt auf jeden Fall rein. Sie haben da also auf jeden Fall zugehört, dass man die ein bisschen kleiner machen kann, nicht kleiner machen kann, sondern kleiner machen sollte, damit die reinpassen, weil in den ersten Bücherbüchsenausgaben vom letzten Jahr, die ich mir gekauft habe, da war es echt so, dass sie zu groß waren und rausgucken und das fand ich mal ein bisschen blöd. Aber hier passt es genau rein. Wunderbar. Okay, wir gucken mal auf das Spoiler-Kärtchen. Ja, so nicht, ne? Ah, da bin ich gespannt, wie mir die Geschichte gefällt. Wie gesagt, rein vom Klappentext her finde ich das jetzt nicht so super spannend. 25 Euro. Wie gesagt, mich wundert auch, dass hier Tor online draufsteht. Also da werde ich mal ein bisschen recherchieren im Internet. Das finde ich ein bisschen seltsam, ob die das wirklich nicht selber mal gestaltet haben, aber wir gucken mal. Also Spoilerkarte. Exklusivausgabe als Hardcover mit exklusivem Farbschnittdesign bei Witkowskaja Art oder so ähnlich, ne? Ich bin dann mal ein bisschen schlecht im Namen aussprechen. Steht da sonst immer was anderes? Ich bin gerade überlegen. Exklusives Page-Overlay, auch von der gleichen Künstlerin designt. Was ist das bitte für ein riesiger Vogel? Ja, der sieht wirklich sehr groß aus. Tauche in das Buch ein, um diese spannende Szene zu erleben. Also auf jeden Fall eine Szene aus dem Buch. Bin ich sehr gespannt, weil vom Klappentext her hätte ich das jetzt nicht vermutet. Exklusiv foliertes Lesezeichen, auch das ist von ihr designt. Welcher der Charakter haben wir hier wohl neben dem Relikt des Drachenherrschers abgebildet? Brieföffner in Dolchform. Alle Assassinen brauchen ihren eigenen schicken Dolch. Dieser mag zwar nur zum Briefe geöffnet, Briefe öffnen geeignet sein, aber versprochen, damit macht es viel mehr Spaß.
Exklusiver Lippen, Pflegestift, die bevorzugte Waffe der Giftmädchen. Ah, okay. Ist ein Ungo-Gift versetzter Lippenstift. Unsere Lippenstiftpflege enthält natürlich kein Gift, aber die Kraft eines Kusses sollte man trotzdem niemals unterschätzen. Exklusive Kerze für kuschelige Lesestunden. Wir haben uns für dich in die Höhle des Drachenherrschers gewagt und ein kleines Andenken für dich mitgehen lassen. Also steht leider nicht, ob es nach Erdbeer riecht, aber ich würde sagen, ja, es steht auch nicht hier nicht drauf. Ich würde aber tatsächlich auf Erdbeer tippen. Ja, im Gesamten gefällt sie mir gut. Wie gesagt, Lippenpflegestift, ne? Aber ansonsten, ich hätte mir, glaube ich, hier noch mehr gewünscht, dass das Lesezeichen eher in einem Rotton ist, weil es ist ja wirklich jetzt in einem braunen Ton, braun-rot. Dann hätte es noch ein bisschen besser zum Buch gepasst. Aber mich irritiert wirklich, dass da Tor steht. Also wenn das einer von euch weiß, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Im Gesamten gefällt mir die Box. Ich schaue jetzt nochmal, die kostet hier etwas über 30 Euro, glaube ich. Bücherbüchse. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Also es ist halt auch die Zauberbüchse, nicht die Liebesbüchse. Rechnung. Aber ich glaube, das ist schon die neue, ne, für September. Weil die habe ich nämlich jetzt tatsächlich schon bezahlt. Okay, es lädt nicht. Es läuft ja hier wieder sehr gut, ne? Das müsste schon die neue sein hier, glaube ich. Also die kostet aber ungefähr, oder die kostet, glaube ich, 32 Euro. Das nervt mich jetzt. Wir müssen mal eben uns einloggen, weil da kann ich das nämlich ganz genau sehen. Ich meine, es ist immer der gleiche Preis. Ich meine, für die Items, die ihr halt dabei habt, könnt ihr nicht, was weiß ich, verlangen. Ne? Also es muss halt schon ein bisschen zum Preis passen. Und auch so, dass die halt noch einen Gewinn machen. Das ist mir alles schon klar. So, meine Abos, sehe ich das hier oder sehe ich das bei meiner Bestellung? Hier fliegt eine Fliege. Die lässt sich nicht irritieren. Ah, nee. 38,95. Ich muss mal gerade schauen. 1. August haben wir bezahlt. So, 38,94. Die nächste ist einen Cent teurer. Ja, also die Seite von der Bücherbüchse kann ich, also die ist ganz furchtbar aufgebaut, ne? Ich habe auch immer das Problem, dass es ewig alles dauert, bis das lädt. Aber meint ihr, ich komme jetzt mal dahin, wo ich hier eigentlich hin will? Das ist ja gruselig. Mein Konto. Vielleicht doch bei meiner Bestellung. Ich habe das jetzt erst gesehen, als ich was gesucht habe. So, abgeschlossen. Hier, Bestelldetails. Okay, ich sehe es nicht, aber sie hat fast 40 Euro gekostet. Wie gesagt, 25 Euro für das Buch, den Rest für die Items. Lässt sich drüber streiten. Finde ich jetzt nicht so gut, die Items wie beim letzten Mal. Aber besser als die Box davor. Für diejenigen von euch, die die Videos gesehen haben. Wie gesagt, das Buch reißt mich gerade noch nicht vom Hocker. Ich werde hier gleich mal ganz in Ruhe diesen Text lesen, der hier nochmal, ne, hier innen steht. Aber vielleicht ist es dann eigentlich ganz cool, wenn man es dann liest. Wie gesagt, dieses Page-Overlay passt für mich erstmal gar nicht dazu. Aber ich denke, wenn sie halt ja schreiben, dass es eine Szene aus dem Buch ist, vielleicht wird es ja dann ganz cool. Und ich freue mich aber trotzdem darauf. Aber wer es weiß, warum da Tor steht und warum da diesmal eine Dings hinten drauf steht, ich werde es gleich nochmal kontrollieren. Aber ich bin ziemlich der Meinung, dass das bei keinem ist. Und warum da jetzt Tor online ist, das irritiert mich wirklich sehr. Naja, das war auf jeden Fall die Box vom August 24. Die nächste werde ich auf jeden Fall auch vorstellen. Also ich werde sie erstmal noch mal ein bisschen im Abo behalten, werde es ein bisschen noch mal beobachten. Ich denke, über das ganze Jahr hinweg werdet ihr noch mal Videos dazu sehen. Und dann werde ich im kommenden Jahr einfach noch mal entscheiden, ob es das ist jetzt für mich oder nicht. Oder es gibt ja noch die Liebesbüchse. Gibt es ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch im Abo. Muss ich mal gucken. Wobei ich aktuell eigentlich mehr so auf Fantasy und sowas stehe. Also nicht so auf Liebesromane aktuell so.
Zumindest nicht als Hörbuch, habe ich festgestellt. Ja, meine Lieben, das war es heute von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.